Ah, nein, 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 nein. Ah, ich glaube, da habe ich einen Polizisten gerade im Visier. Aua! Hilfe! Gefängnisaufstand! Irgendwie will mich hier bei Mad City niemand haben. Hey Leute! Was geht? Mama Danja hier mit Baby René als Gefangener heute. Ich habe gehört, du hast hier was zu Schulden kommen lassen. Ja, mal wieder. Oh. Deswegen sitze ich jetzt hier gerade auch in der Zelle. Aber ich glaube nicht mehr lange. Ich glaube, ich werde hier gleich abhauen. Was machst du? Ja, ich werde hier gleich abhauen. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Also, wer sollte mich denn daran hindern? Ich hoffentlich vielleicht. Also niemand. Ich weiß nur hier gar nicht in Mad City, wo hier denn eigentlich das Gefängnis ist. Da müsste ich doch eigentlich direkt hinkommen, oder? So als Polizistin? Bist du noch gar nicht am Gefängnis? Doch, doch, doch. Aha, ja, dann nutze ich mal die Chance, wenn fühl die noch gar nicht die Polizei dich, ist. Dann fühl dich mal nicht. Fühl dich mal nicht zu sicher. Fühl dich mal nicht zu sicher, so. Also ich würde sagen, ich bin schon fast draußen. Was? Okay, dann muss ich mich vielleicht ein bisschen beeilen. Oh, ich weiß gar nicht, wo war denn das nochmal? Ist das hier? Ist das da? Das ist ja voll weit weg. Weißt du, was vielleicht auch voll weit weg ist? Du? Ja. Na toll, na toll. Warum kannst du denn nicht einfach, keine Ahnung, nicht das machen? Warum kann ich nicht einfach in meiner Zelle bleiben, ne? Ja. Immer diese Gefangenen. Lass dich vergessen, ich bin immer noch Baby René. Ja, immer da brauchst du nicht erwarten, dass ich vernünftig bin. Du weißt aber schon, dass wenn du dann da rauskommst, ne, und ich fange dich wieder ein, dass es dann nicht so leicht wird für deinen Anwalt, dich da rauszuboxen. Ja, aber du fängst mich ja nicht, ne? Also das Problem, das gibt's ja gar nicht. Oh, du bist ja auch schon draußen, ne? Ja, natürlich. Bin schon über alle Berge. So, Baby René. So, erzähl mal, bist du jetzt eigentlich schon im Gefängnis? Nee, oder? Nö. Und was ist so deine Taktik, um die Gefangenen zu kriegen? Erzähl das mal ein bisschen. Ist eine total gute Frage, aber ich will dir das eigentlich nicht verraten. Ja, aber wir kennen uns doch schon so gut, Mama Danja, da kann man das doch mal erzählen, oder? Nee. Kein Vertrauen zu Baby René. Was ist denn deine Taktik, um hier rauszukommen? Ist privat. Ist mein Geheimnis. Ist das dein Geheimnis, ja? Ah, nein! Nein, 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 nein! Nein! Nein, ich bin unschuldig. Ich will nur auf meine Zelle zurück. Ja, das glaube ich allerdings nein, auch, schießen. Dass du dann wieder hin willst. Komm hier, das sind noch ganz, ganz viele andere Häftlinge. Nein! Ach! Nein! Tja. Tja, Baby René. Manchmal da ist das Leben hart, ne? Sich ein bisschen die Beine vertreten und wir dann hier direkt beschossen. Du wolltest ausbrechen, das weiß ich ganz genau. Und jetzt bin ich hier und kann das verhindern. Ich musste auf Toilette. Was? Und das wolltest du draußen machen? Bist du dir da sicher? Ah! Wer beschießt mich da, um Gottes Willen? Hallo? Wie geht? Ey, was ist das? Was soll das? Von wem wirst du denn beschossen? Von einem Bösewicht. Der, es gibt ja auch Bösewichte. Geht so. Es geht so, muss ich sagen. Es geht so. Okay. So, und wo komme ich jetzt hier raus? Also nicht, dass ich das wirklich vorhabe. Also du musst jetzt in mir, also musst gar nicht versuchen. Aber so rein theoretisch die Frage. So rein theoretisch. So rein theoretisch wirst du hier ausbrechen, Baby René. Was bist du eigentlich für ein Kind? Du kannst doch einfach deine Strafe absitzen oder den Anwalt anrufen oder was auch immer. Ich kann mir keinen Anwalt leisten. Absitzen ist doch langweilig. Baby René. Boah, ey, kannst du das jetzt mal lassen hier mit deinem Rumgeballer? Das ist ja fürchterlich. So, wo bist du denn? In der Zelle. Das stimmt tatsächlich. Also du bist auf jeden Fall noch im Gefängnis. In der Zelle bin ich natürlich.
Das halte ich aber für ein ganz arges Gerücht, du. Na, wo willst du da hinrennen? Raus. Raus? Ja, hieß raus? Nicht raus. Raus? Ey, wo geht's denn hier überhaupt raus? Hm? Du musst jemandem die Karte klauen, eine Police Officer zum Beispiel. Guter Tipp. Danke, Commissioner Danja. Sag mal, hast du vielleicht eine Karte für mich übrig? Nein, habe ich nicht. Das habe ich zufällig gerade mal nicht übrig. Ich hätte es eigentlich viel lieber, dass du dich wieder in deine Zelle begibst. Mhm. Wo bist du denn jetzt? Bin wir jetzt hier einfach fangen, oder was? Ja. Ey, hör doch mal auf! Ah! Was ist ein Typ? Jetzt komme ich hier nicht raus. René, du musst dich hinter jemanden stellen und dann musst du der Person die Karte klauen. Mit E. Hm, gut zu wissen. Allerdings. Aber, es muss ja ein Polizist sein, ne? Ja, das stimmt. Okay. Ah, ich glaube, da habe ich einen Polizisten gerade im Visier. Hast du das? Nein! Ja, aber der hat es gerade gemerkt. Ja. Ja, ich glaube auch, dass er das gemerkt hat, so ein bisschen. Hm. Kannst du jetzt mal bitte wieder in deine Zelle gehen? Willst du nicht mal eine Pause machen? Willst du dich nicht mal schlafen legen? Mhm. Tatsächlich möchte ich das. Ich habe echt Schmerzen gerade. Mich hat gerade schon wieder jemand ein... Aua! Hilfe! Gefängnisaufstand! Gefängnisaufstand! Hättest du mir ruhig noch eben deine Karte geben können. Nö. Jetzt komme ich ja nicht raus. Ey, Leute. Tja. Also ich glaube, du wirst bald rauskommen, so wie das hier aussieht. Hm. Ja, der Gefängnisaufstand, der ist auf jeden Fall im vollen Gange. Aber ich brauche immer noch eine Karte. Kann ich mit dir mitfahren eigentlich? Okay, ich glaube, der wollte mich nicht mitnehmen. Schade. Okay, das ist kein Polizist. Irgendwie will mich hier bei Mad City niemand haben. Woran könnte das nur liegen? So, let's go. Kann ich ja eigentlich auch Blaulicht anmachen bei meinem Auto? Wahrscheinlich nicht. Ach, hast du ein Auto? Bist du gerade draußen? Mhm. Ja. Hm. Natürlich habe ich ein Auto. Ich bin Polizistin. Willst du mich vielleicht abholen? Mach mal Tor offen. Können wir eine Runde zusammenfahren? Nein. Ich werde dir nicht helfen, Baby René. Ich werde dir nicht helfen bei deinen kriminellen Machenschaften. Und übrigens solltest du dich beeilen, weil ich bin auch bald wieder am Gefängnis. Glaube ich nicht. Das dauert noch. Mhm. Ach ja? Ja. Hm. So, ich bin unterwegs. Ah ja, ich kann tatsächlich Blaulicht anmachen, das ist ja cool. Und wie komme ich dann da rüber? Ach ja, am besten einfach über die Straße, ne? Hm, schlau. Schlau bin ich. Baby René! Ja? Ja, du bist immer noch im Gefängnis, das ist schon mal gut. Ja, weißt du das so genau? Ja, schon. Hm, okay, hast auch recht. Aber nicht mehr lange. Das weiß ich. Ich weiß, woran man das sieht. Hm, weil gleich kommt ja eine Polizistin, die mir ihren Ausweis vorbeibringt. Mhm. Und dann komme ich auch raus. Das bezweifle ich stark. Wo sind denn überhaupt hier die ganzen Polizisten? Irgendwie seid ihr nicht mehr so viele, ne? Nee, das wollen nicht so viele. Der Job ist hart. Der Job ist hart. Hm. So, wo bist du jetzt hier? Hm. So, mach mal hier mal auf die Tür. Genau, mach mal die... Ah! Mm, 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 mm. Weg hier! Das gefällt mir nicht. Nein! Kollege! Nicht... Ey, sag mal! Das kann man auch gewaltfrei lösen. Kann man bestimmt, aber das wollte ich ja nicht. Was machst du denn da? Was ist denn deine Mission? Ey, kannst du noch einmal Tür aufmachen, bitte? Danke. Hm. Was ist deine Mission? Ey, ja, zu fliehen. Ja, muss ja noch klappen. Aua, auch. Nicht schießen. Jetzt habe ich noch... Ups. Diese Polizisten. Die sind Oh nein, das wollte ich gar nicht. Das habe ich vorhin aus Versehen gekauft. Jetzt habe ich aus Versehen so ein Schild gekauft für 4000. Upsi. Was geht hier in den Helikopter los? Wie kann ich denn hier einsteigen? Was? In welchen Helikopter? Hm? Tja, das wüsstest du gerne.
Was? Wo ist hier der. Wo ist hier eine. Ah! Warum? Warum müsst ihr mich immer abschießen? So, Mama Danja, war schön mit dir, ne? Hat echt Spaß gemacht, aber ich mach mich dann mal auf den Weg, ne? Nein! Jetzt fährt er wieder rein. Was, jetzt bist du jetzt wirklich entkommen? Noch nicht, aber sieht gut aus. Nur der Helikopterfahrer, der... Flieger? Der Helikopterflieger, der fliegt irgendwie noch nicht. Baby René. So, das sieht gut aus. Tschüss. Mhm. Echt jetzt? Viel Spaß noch, ne? Ach ja, ja, ja. Nee, okay, dann habe ich es heute leider nicht geschafft, dich am Fliehen zu hindern. Das ist sehr traurig. Ah! Naja, im nächsten Leben werde ich vielleicht eine bessere Polizistin. Mhm. Leute, wenn es euch heute Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da! Glocke aktivieren, dann verpasst ihr es auch nicht, wenn Baby René mal wieder kriminell wird. Und ich fliege jetzt erstmal noch ein paar Runden. Ja, wahrscheinlich. Also die Stadt sieht auf jeden Fall schön aus. Kann ich dir gerne weiterempfehlen. Ja, ich weiß. Mad City ist super. Das kriegt auch regelmäßig Updates. Kann ich nur empfehlen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.